Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Black and White 2. Leider noch ohne Addon. Ich kann es leider nirgends kaufen. Wahrscheinlich kann ich es bei Amazon oder so kaufen. Aber ich weiß nicht, ob die nach in die Schweiz liefern oder so. Oder ob ich es überhaupt bezahlen kann. Da muss ich schauen. Wenn jemand irgendwo eine Adresse findet, wo man das noch kaufen kann, dann wäre ich sehr dankbar. Ja, das Let's Play wird sehr interaktiv sein, also ihr dürft wählen, was ich machen soll, ob ich gut oder böse sein soll, ob ich die Kreatur trainieren soll, ob ich irgendwas mit dem Dorfbewohnern anstellen soll oder mit den Gegnern anstellen soll. Ja, ihr dürft wirklich alles wünschen. Und jo, es ist so, ja, ich werde nicht unbedingt böse sein oder gut sein, also ich werde so ein Zwischending sein. Ja, wie es euch gefällt. Und ab die Kreatur werde ich böse machen, weil die sieht dann einfach viel geiler aus und für irgendwas muss ich sie einsetzen. Ich möchte es nicht gerade zum die ganze Zeit Rohstoffe farmen, verdonnen oder sonst irgendwas. Dann, ja, werde ich natürlich sie zu böse machen und mit ihm angreifen und bekomme halt dadurch auch böse Punkte, aber ja, vielleicht mache ich auch irgendwie ein Mittelding, also wenn ich dann die in der Stadt gute Gebäude mache und solche Sachen, können wir auch, also können wir neutral bleiben oder sogar auch böse bleiben oder gut bleiben, also ja, je nachdem. Noch kurz was in den Optionen. Ich habe alles auf ganz niedrig bei der Lautstärke. Das Spiel ist extrem laut und ich musste sogar die Soundeinstellung vom Headset runterstellen. Also eigentlich ist mein Headset ja nicht, also das frühere war mal so extrem laut, aber das jetzige ist eigentlich nicht extrem laut. Kann es nicht verstehen. Aber das ist eigentlich ganz normal bei EA-Spielen, also von Electronic Arts, dass die Spiele einfach viel zu laut sind und ja, wenn irgendwas zu laut ist, sorry dafür, eventuell ist das Video, also am Anfang kommt ein bisschen zu laut, stellt einfach, bis das Video vorüber ist, auf ein bisschen niedriger beim Player und dann geht's schon, also ja. Ich habe alles auf hoch gemacht, kann ich das irgendwie einstellen, ja genau, alles auf hoch. Und hier eigentlich auf Mittel. Tooltip Priorität. Dann kommt es irgendwie schneller, glaube ich. Mache mal ein bisschen hoch. Und hier mache ich mal ein bisschen so. Sonst haben wir alles. Also können wir eigentlich starten. Ich habe leider den Tiger noch nicht freigeschaltet. Also ich habe das Spiel noch nie beendet. Ich habe es probiert mit einem Unlocker freizuschalten, aber das geht nicht. Keine Ahnung wieso, wahrscheinlich zu neuer Patch oder so. Deshalb nehmen wir den Löwen. Das sieht genauso gut aus und ja. Und dann mit dem Addon können wir sowieso noch die Schildkröte und den Tiger, glaube ich, schon von Anfang an nehmen. Also, je nachdem, den nehmen wir dann noch einen anderen oder so. Also. Starten wir das Spiel. Dies ist der Anfang. Die Geburt eines Gottes. Herbeigerufen von einem einzelnen Gebet. Geboren aus der Verzweiflung. Ein Gott zu sein. Die Mächte des Guten und des Bösen zu kontrollieren. Das ist dein Schicksal. Wir brauchen einen Gott. Bitte erhöre uns. Hilfe! Hilf uns! Bitte!
Wir sind euer Gewissen. Wir sind ein Teil von euch. Wir helfen euch, der Gott zu werden, der ihr sein wollt. Also, deshalb zeigen wir dir jetzt erstmal, wie ein echter Gott mit dieser Welt verfährt. Aber zuerst solltet ihr einige Grundlagen lernen. Keine Sorge, wir helfen dir schon. Aber wichtiger ist, du brauchst erstmal eine Kreatur. Na los, such dir eine aus. Okay. Ja, da vorne sind sie. Da sind sie. Wunderbar, nicht wahr? 4 Kreaturen stehen zur Wahl. Und die Kreatur, die ihr aussucht, weicht euch von nun an nicht mehr von der Seite. Wählt euren kleinen Liebling also weise aus. Jetzt erzählen wir dir erstmal was über die Biester. Alle Kreaturen können zu liebenswerten, schelmischen Haustieren erzogen werden. Oder aber zu disziplinierten und effektiven Vernichtungswaffen. Welches Vieh du wählst, ist eigentlich Schnurz. Das ist das Wundervolle an der Kreatur eines Gottes. Sie kann sein, was immer ihr wollt. Alle Kreaturen werden einmal sehr groß und stark sein. Sie können niedliche, verspielte, neugierige Haustiere sein. Oder sie können kaltblütige Ein-Mann-Armeen sein. Ihr allein entscheidet, ob eure Kreatur gut oder böse ist. Ich kann's nicht mehr hören. Das Biest sollte lieber ein paar Leute erledigen. Eine Kreatur kann Krieg und Zerstörung bringen. Eine Schande, wenn du mich fragst. Egal, welche Kreatur ihr wählt, sie wird durch das, was ihr lernt und tut, geprägt. Die Biester sind ziemlich selbstständig, aber du musst auf sie aufpassen und darfst sie nicht überfüttern. So, habt ihr euch schon entschieden? Klickt mit der Aktionstaste auf eine Kreatur, um sie zu markieren. Jo, also ich hab, ja, hart. Mein Tier ausgesucht, also ich finde eigentlich alle 4 cool. Den Affen mag ich irgendwie am wenigsten, der ist halt so normal. Das ist jetzt nichts Besonderes. Unser Meister liebäugelt mit der Kuh. Die Kuh. Und das könnte die richtige Wahl sein. Ja, ich muss wahrscheinlich den Hand noch ein bisschen runterstellen. Sorry. Die Kuh ist natürlich am... Wir kriegen den Affen. Ja, jetzt... Ja, also Moment kurz. So, weiter runter geht's leider nicht. Unser also. Meister den Wolf wählt. Ja, jetzt hört doch bitte auf zu reden. Oh Gott. Ja, eben, ich habe alle 4... Löwen, jede Wette. Von den 4 die einzige Kreatur, die wir nehmen können, ausgesucht. Und das ist eben der Löwe. Und diese 2 Außen, die gefallen mir nicht so ganz. Ich habe zwischen diesen 2 gut Ding. Der Wolf sieht zwar ein bisschen böser aus am Schluss, aber er hat so Stacheln und ja, Zähne sind auch nicht ganz so schön. Der Löwe hat da schon viel besser. Der hat so ein schwarzes Fell oder rotes Fell. Ich glaube, eine rote Mähne hat er und sieht viel besser aus. Also nehmen wir der Löwe. Und ich spüre, dass ja, unser jetzt Meister halt den Wolf doch die Fresse wird. Bitte. Ja, nehmen wir es, sonst reden wenn wir nicht mit. Oh, tolle Wahl, Boss. Ja, danke, aber bitte jetzt nicht mehr so viel reden, ihr Plappermüll. Ja, ich finde einfach Löwen am tollsten, sind auch meine Lieblingstiere und jo. Sind okay. Doch so majestätisch, wir brauchen ein majestätisches. Sollen wir dir nochmal erklären, wie sich ein Gott gutes, bewegt? Tierchen. Klickt mit der Aktionstaste auf diese Rolle. Dann erfahrt ihr, wie ihr euch bewegen und umsehen könnt. Mit einem Klick auf diese Rolle kannst du Tutorials überspringen. Allerdings verliert ihr dann den jeweiligen Tribut. Mit der Hand manipuliert ihr die Welt. Mit der Bewegungstaste könnt ihr euch bewegen.
Wollt ihr nach links gehen, haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt die Maus nach rechts. Gut, ihr seid etwas zu weit vom Weg abgekommen, Herr. Ein bisschen nervig. Ihr seid etwas zu weit vom Weg abgekommen, Herr. Okay. So schwer gewesen. Gut gemacht. Jetzt müssen wir nach rechts. Wollt ihr nach rechts gehen? Haltet die Bewegungstaste gedrückt und bewegt die Maus nach links. Fantastisch. Ich glaube jetzt schneller. Folgt einfach den Pfeilen. Gehen wir weiter. Klickt auf den Boden. Das ist ja noch haltet schwer. Die Taste gedrückt und bewegt die Maus zu euch, um euch fortzubewegen. Folgt den Pfeilen zurück zu eurer Kreatur. Bewegt die Maus jetzt zu euch, während ihr die Bewegung... Die Kreatur ist hinter uns. Wir müssen zurück, um sie zu finden. Gut gemacht. Tutorial für Anfänger. Miau. Jetzt zeige ich euch, wie ihr euren Blickwinkel ändert. Haltet die mittlere Maustaste gedrückt und bewegt die Maus zur Seite, um euch zu drehen. Ach komm schon. Was ist jetzt los? Ich kann mich nicht drehen. Bewegt die Maus nun mit gedrückter Taste nach links. Blödes Mausrad. Geht irgendwie manchmal nicht. Jetzt verrate ich euch, wie man nach unten und oben schaut. Klickt mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet sie gedrückt. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus zu euch. Nein, Herr. Haltet die Maustaste auf dem markierten Bereich. Ja, sorry, wenn die Maus manchmal nicht richtig aus dem Maus hat. Nein, Herr. Ja, ich kann. Haltet die Maustaste auf dem markierten Bereich gedrückt. Oh. Komm schon. Jetzt. Sehr gut. Ja, endlich. Halt, ihr lernt schnell. Jetzt schlage ich vor, dass wir nach unten schauen. Klickt mit der mittleren Maustaste auf den markierten Bereich und haltet die Taste gedrückt. Und da sagen wir. Haltet die mittlere Maustaste nun gedrückt und bewegt die Maus nach vorne. Ich benutze nie die mittlere Maustaste, also. Eine Lektion fehlt noch, Herr. Die Zoom-Funktion zoomt jetzt von eurem Liebling weg. Dreht dazu das Mausrad nach hinten. Oh, wunderbar. Falsche Richtung. Zoomt die Kreatur jetzt wieder heran. Ich habe aber nach hinten gedrückt, also bitte. Weiter so. Fantastisch. Ihr seid ja, sehr gesagt hinten, Herr. Also habe ich Klasse, nach hinten Boss. Ich hätte dir gedreht. Ja gerne geholfen, aber du kennst das ja. Zu viel Stress. Die Befehle, die ihr gelernt habt, braucht ihr, um euch durch die Welt zu bewegen. Dickerchen, faules Dickerchen. Diese goldenen Rollen führen euch durch die Geschichte. Silberne Schriftrollen enthalten Aufgaben. Bronzene Schriftrollen sind äußerst lehrreiche Tutorials. Doppelklicke dort mit der Bewegungstaste auf den Boden, um schnell heranzuzoomen. Okay, zoomen wir mal hin. Da ist eine bronzene Tutorial-Schriftrolle. Ja, ja. Bewegt die Hand über den Felsen und halte die Aktionstaste gedrückt. Wenn du dir den Felsen geschnappt hast, lässt du die Taste los. Tragt jetzt alle Felsen aus dem Kreis. So, warten wir kurz einen Moment. Komm, was machen wir hier? Cool, bist ein Profi, was? Trag den Felsen jetzt aus dem Kreis und klicke mit der Aktionstaste, um ihn fallen zu lassen. Alles klar, Boss. Da gehört er hin. Coole Aktion. Und? Ha, damit haben sie nicht gerechnet. Oh. Das hat gesessen. Oh. Hui. Oh. Hui. Yeah. Können wir noch ein bisschen Waldroten. Oh, geht nicht, schade. Okay. Da, ihr habt 1000 Tribut. Das habt ihr euch redlich verdient.
noch eine bronzene Rolle. Es gibt so viel zu lernen. So, jetzt. Annehmen. Nein, nicht. Dann nehmen wir die hier. Wisst ihr, Dorfbewohner sind sehr vielseitig. Nein. Sie vollbringen wundervolle Dinge. Sicher. Ihr könnt nicht. Einen Dorfbewohner einfach packen und irgendwo abstellen. Der Nö. Dorfbewohner betrachtet das als göttliches Zeichen und wird zum Jünger. Versuchen wir es mal, Boss. Schnapp dir den Typen dort und stell ihn in den markierten Bereich. Stellen, werfen am besten. Sehr gut. Setzt ihn jetzt in einem markierten Bereich ab. Oh, sorry. Ja, und jetzt? Jetzt wird er teleportiert. Und hat es sogar noch überlebt. Okay. Bekehrter Brüter. Seht nicht hin, Herr. Die Brüter machen das, was solche Menschen eben tun. Schau ihn. Ganz genau. Ach komm. Machen wir das später. Bekehrter Förster. Dieser Typ da fällt Bäume. Infos. Möchtest du mehr über einen Gegenstand erfahren? Halte deine Hand darüber. Je länger du die Hand über ein Objekt hältst, desto mehr erfährst du. Das geht irgendwie nicht. Also, ich habe noch nie gemerkt, dass man mehr zu lesen hat dann. Herausforderungen. Herausforderungen eignen sich hervorragend dazu, Tribut zu verdienen. Siehe dich also nach silbernen Schriftrollen. Den Dorfbewohner hoch. Ja, ist ja gut. Baumeister. Bekehrter Baumeister. Und Essen gibt's halt nicht. Baumeister. Ihr dürft auch nichts pflücken. Heute müsst ihr hungern. Ach komm. Ein bisschen nerven. Nächster bitte. Oh mein Gott. Ach komm schon. Ja, jetzt. So. Bekehrter Bauer. Dieser Mensch arbeitet auf dem Bauernhof. Alles Roger, Boss? Natürlich.